Und wir müssen ganz schnell in die AOL Arena nach Hamburg zu Peter Senger. Was ist passiert? Hier ist das 0:1 gefallen und es war ein wunderschöner Angriffszug in der 26. Minute. Und es war Amanatidis, wer sonst, der diesen Treffer machte. Und er zog aus 7-8 Metern ab durch die Beine des Keepers Stefan Wächter. Hart und platziert geschossen. Es war das 1:0, weil Kehler auf dem Flügel einen Freistoßschnell ausgeführt hatte. Und jetzt führen sie mit 1:0 in der Fremde. Und jetzt müssen sie noch einen drauflegen und ein bisschen hoffen, dass in Kaiserslautern Ähnliches passiert für die Gästemannschaft. Aber was in ihrer Macht steht, das tun sie. Amanatidis, dieser Glücksgriff aus der Winterpause mit seinem 6. Saisontreffer, bringt er die eigene Mannschaft in Hamburg in der AOL Arena mit 1:0 in Führung. Weiter so, Eintracht, zurück ins Studio. Wir gehen ganz humorlos in den Abstiegskampf der Fußballregionalliga Süd, Eschborn gegen Feucht, zu Markus Augustin. Tja, hier sieht der Weg wohl für die Eschborner aus, als dass es in die Oberliga geht. Hier liegt man 1:2 zurück seit der 63. Minute. Wieder war es Roberto Hilbert, der für die Gäste aus Feucht traf. Also Eschborn wohl in der nächsten Saison in der Oberliga, falls sich hier noch zwei Treffer die Eschborner fallen und ein Wunder geschieht, zurück zu H1. Und in der